Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute machen wir wieder eine Motivation Speak. Irgendwie bin ich so ein bisschen komisch. Ich muss das kurz hier nur ändern. So, ich weiß jetzt nicht, ob es besser ist, aber wir lassen es jetzt so. Auf jeden Fall machen wir heute eine Motivation Speak und zwar zum Thema Stress. Ich wollte unbedingt mal so drüber reden und mal so meine, ich weiß nicht, Sorgen, aber auch so ein bisschen das so... Bisschen mehr so Aufmerksamkeit zu dem Thema, weil ich glaube, Stress ist etwas, was so jeder von uns irgendwann mal in seinem Leben auf jeden Fall erleben wird oder erlebt hat oder gerade im Moment durchgeht. Und ich habe sehr stark gespürt, also ich muss dazu sagen, ich habe sogar körperlich dann gespürt und dann geht es zu weit. Also wenn du, wenn der Stress dann so weit hingeht, dass du körperlich, und jetzt läutet hier ein Handy, wenn du körperlich einfach nicht mehr kannst, das ist halt heftig, das ist heftig. Und deshalb ist es, glaube ich, super wichtig, dass wir auf uns schauen, das ist super, super wichtig. Und deshalb wollte ich auch so ein bisschen eben diese Motivation Speak auch heute drüber machen, und zwar... die Struggles, die man da haben kann und auch hat. Und dann auch auf jeden Fall wollte ich euch das... jetzt muss ich das trotzdem ändern. Okay, ich glaube, es hat sich nichts geändert, aber es ist jetzt so. Und zwar eben diese Struggles, die man da auch haben kann. Und ich muss dazu sagen, ich möchte einfach meine Story sharen, wie das so ein bisschen war, was ist körperlich passiert und wie kommt man aus diesem komischen Zirkel da irgendwie raus. Also auf jeden Fall für mich war es so, warum bin ich so gestresst überhaupt geworden? Weil es ist ja auch wichtig, manchmal die Hintergründe zu erfragen und so. Und für mich war es dann einfach so, dass ich hatte sehr viel zu tun. Ich hatte sehr viele sozusagen Sachen auf meiner Liste, die ich zu erledigen hatte. Plus, dass es ein ziemliches Familiendrama gab, beziehungsweise gibt. Und das habe ich gespürt. Ich habe das komplett gespürt. Und es ging dann halt so weit, dass ich halt so Durchfall bekommen habe. Das ist jetzt vielleicht nicht so das schönste Thema, darüber zu reden. Aber ich finde, es ist wichtig, dass man darüber redet. Es soll einem nicht peinlich sein. Und es ist nicht peinlich. Ich meine, gut, hatte ich das halt. Und... das Problem halt an der ganzen Sache war, ich hätte mit dem vielleicht noch umgehen können, aber ich nehme nämlich eine Pille, und zwar die macht, die nehme ich durchgehend, weil das meine Ärztin gesagt hat. Da ist es dann halt so, dass durch den Durchfall, weil es halt durchrinnt, hat die Pille natürlich ihre Wirkung verloren. Was natürlich gemacht hat, dass ich, ich hatte meine Tage, glaube ich, dann 3 Wochen lang. Und 3 Wochen durchgehend zu bluten, das ist halt schon mal heftig für den Körper. Plus, dass du Durchfall hast. Das heißt, die Ernährung und die Vitamine gehen halt auch extrem schnell verloren. Und dir geht's halt psychisch auch nicht gut. Ja, es war hart. Es war hart. Das war schon echt nicht lustig. Wie ich es dann, also ich habe dann einfach... für mich dann halt auch von gewissen Situationen einfach distanzieren müssen, emotional und so. Das hat für mich jetzt geholfen, aber es ist natürlich nicht perfekt. Und ich muss dazu sagen, ja, es ist halt so, dass ich mich dann einfach versucht habe, auf mich zu konzentrieren. Was mir da auch sehr gut geholfen hat, lustigerweise, war, ich habe dann begonnen, wieder Bücher zu lesen. Und ich bin also so überhaupt kein Büchermensch normalerweise, weil ich habe eben Legasthenie, da kommt eh auch noch ein Video. Und war das so überhaupt nicht, war überhaupt nicht das, was ich eigentlich... Das ist eigentlich nicht so, bin ich nicht so der Büchermensch, weil es eben so lange dauert. Aber ich habe mir dann, ich habe eben mein Buch bekommen von meiner Lehrerin zum Geburtstag. Und dann habe ich das begonnen zu lesen. Und es hat mir unglaublich geholfen.
Unglaublich. Also ich glaube, man muss etwas sich holen, wo man sich so ein bisschen drauf fokussieren kann. Also für mich war es auf jeden Fall so, um das andere so ein bisschen zu vergessen, beziehungsweise um auch mal runterzukommen. Weil du bist dann, wenn du dich die ganze Zeit auf die anderen Sachen fokussierst, bist du immer auf diesem Level, immer. Und das war halt nicht gut. Und dieses Buch und das Lesen hat mich einfach so runtergebracht. Und es war ein wunderschönes Buch. Und zwar ist das Fuchserde. Das kann ich euch sehr, sehr empfehlen. Mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Da waren so schöne Sätzen so drin. Es ist natürlich auch schrecklich zugleich, weil es eben dann auch eben um den Zweiten Weltkrieg dann auch geht und dass die eben die Konzentrationslager und sowas, und das ist natürlich schrecklich, aber super wichtig, dass man sich das auch vor Augen führt, wie schnell sowas geht, dass wir Menschen in so eine Situation kommen, irgendwie ganz, ganz grausam und schrecklich. Oh, ich will gar nicht. Ich hoffe, dass nie wieder sowas passiert. Es passieren zwar heute genauso Sachen, die schrecklich sind, aber zum Glück nicht in dem Ausmaß. Aber es gibt genug schreckliche Dinge, die jetzt auch vor sich gehen. Auf jeden Fall war das Buch, finde ich, wunderschön, und es hat mir super gut getan. Also ich habe jetzt auch keinen Durchfall mehr seit. Puh, ich habe sogar vergessen. Aber ich glaube jetzt schon seit, ja, jetzt werden es dann mal so 2 Wochen oder so, habe ich es jetzt dann nicht mehr. Und ich merke auch einfach, mir geht es viel besser. Mir geht es viel, viel besser. Also für mich war dieses, dann habe ich auch singen müssen sozusagen, weil da kommt noch ein Video. Und zwar habe ich da so ein kleines Projekt, das ich gestartet habe. Aber ja, und die Kombination, glaube ich, das Singen plus das Buch, aber vor allem das Buch. Vor allem das Buch hat mich richtig wieder, ich weiß nicht, ob man das Realität nennen kann, aber wieder zu mir gefunden sozusagen. Weil ich bin so ein, ich bin eigentlich so ein Mensch, der immer versucht, so das Gute in Menschen zu sehen und auch so die wunderschönen, die Schönheit, in der wir uns befinden auch. Also zum Beispiel, wenn ich draußen kurz bin oder so, dass ich wirklich die kleinen Käfer beobachte oder sowas. Das ist, finde ich, ist halt, da gibt so viel, was man sehen kann, wenn man einfach nur die Augen öffnet. Und das hat mir wieder das geholfen, dass ich das tun kann. Also wie ich so Stress hatte, konnte ich das nicht. Da habe ich nichts mehr gesehen und war einfach so komplett nicht bei mir. Möchte ich dazu sagen, ja, ich war nicht bei mir. Also irgendwie so, ich weiß nicht, es klingt jetzt sehr theatralisch, aber meine Seele war sozusagen außerhalb meines Körpers. Und jetzt fühlt sich so an, als ist sie wieder drinnen, und das fühlt sich sehr, sehr gut an. Das heißt natürlich nicht, dass die Probleme deshalb verschwinden und dass man es nicht stressig hat und so. Aber für mich war das ein Punkt, der mir super, super geholfen hat. Und ich glaube, das ist aber super individuell. Also nur weil mir jetzt ein Buch geholfen hat, mich wiederzufinden und wieder, dass es mir besser geht, heißt das nicht, dass das bei jedem das Wundermittel ist. Also auf keinen Fall. Aber ich glaube, es ist super wichtig, so ein paar Dinge auszuprobieren. Also vor allem, wenn man sich in diesem Stresszirkel befindet, in dem es auch sehr leicht ist, momentan sich zu befinden, weil ich meine, es gibt so viele Dinge, wo man echt so sich Sorgen machen kann momentan. Ich meine, mit Corona plus Arbeitslosigkeit und Sonstiges und Familie, und es ist nicht die leichteste Zeit momentan. Und da glaube ich, ist es super wichtig, dass man sich nicht selbst verliert. Weil wenn du dich selbst verlierst, dann ist es einfach nicht gut. Also deshalb würde ich das euch einfach empfehlen, falls ihr euch in diesem gefährlichen Zirkel befindet, versucht etwas zu finden, wo ihr wieder rauskommen könnt. Weil erstens, man verliert extremst viel Lebenszeit, finde ich. Also die Zeit, wo es mir jetzt dann, wo ich so gestresst war und es mir schlecht ging, ja, das war halt nicht wirklich eine Zeit, die ich jetzt in meinem Leben mich erinnern möchte oder an der ich mich erinnern werde. Und da ist auch nicht wirklich was weitergegangen, lustigerweise. Es ist ja ein bisschen so, wenn du dich so in diesem Stressding da befindest, irgendwie, bei mir geht dann nicht so viel weiter. Also natürlich mache ich die Sachen, aber irgendwie,
irgendwie passiert trotzdem nichts, lustigerweise. Und wenn ich dann wieder bei mir bin und so, dann passieren Dinge. Dann weiß ich nicht, dann passiert auch irgendwie so. Ja, ich weiß nicht. Es ist auf einfach anders und viel, viel besser. Mir geht es viel, viel besser. Ich bin super froh. Und ich lese jetzt regelmäßig Bücher, auch weil ich jetzt immer sehr, sehr lang zur Arbeit fahren muss, weil ich jetzt eben momentan noch hier wohne und das heißt, also woanders, wo ich sonst wohne. Und das heißt auch, dass wie lange fahre ich denn in die Arbeit? 1,5 Stunden, sowas? 1,5 Stunden, 2 Stunden, sowas? Das heißt, es ist genug Zeit, um ein Buch zu lesen im Buch. Und ich finde das wunderschön. Ich weiß nicht, ich finde das ganz toll, die Zeit zu nutzen. Und diese, vor allem davor bin ich halt so im Zug gesessen und habe Musik gehört. Ja, manchmal finde ich das auch nett. Obwohl ich muss dazu sagen, ich bin eher mehr so ein Musik-Kopfhörer-Mensch, wenn ich eher gehe, da finde ich das super angenehm. Ich hasse es eigentlich, ohne Musik zu hören. Ich habe nämlich heute, wie ich in die Arbeit gefahren bin, habe ich meine Kopfhörer vergessen und ich war so, oh, das ist richtig blöd, weil wenn ich da gehe und dann den Rhythmus nicht habe, dann fühlt sich das alles so komisch an. Man ist schon so richtig so gebunden in seine technischen Dinge, ganz schrecklich. Aber ich muss dazu sagen, ja, für mich war es das Buch. Das Buch hat mich rausgerettet zum Glück. Mir geht es jetzt viel, viel besser. Bei mir ist es nämlich so, warum es auch auf den Bauch geschlagen hat, war einfach, weil bei mir ist es so, dass wenn es mir nicht gut geht, ist es immer der Bauch. Das ist genauso. Es gibt ja so, ich glaube, entweder es ist Japanisch oder Chinesisch. Und zwar, da gibt es ja eben so diese Akne-Bilder, wo eben was das aussagt, also welche Organe das betreffen. Und ich weiß, das Kinn ist der Bauch. Und lustigerweise ist auch immer das Kinn, wo ich am meisten Pickel habe. Also sonst ist es bei mir nicht so schlimm. Es liegt jetzt auch momentan daran wegen der Maske. Also ich merke schon, meine Haut, vor allem hier, wo eben auch der Maskenbereich ist, momentan nicht so prickelnd, Leute. Also momentan ist die Haut nicht so schön, wie ich sie gerne hätte. Aber man darf nicht so hart zu sich sein und ich glaube, das ist okay. Und ja, also für mich auf jeden Fall ist es für was ich euch mitgeben möchte von diesem Video, ist auf jeden Fall, dass ihr einfach so ein bisschen, wenn ihr in diesem Zirkel eben seid, dass ihr euch wirklich was erfindet, was euch da rausbringt. Mehrere Versuche, nicht aufgeben. Also wirklich, für mich ist es halt was Kreatives. Für manche kann es vielleicht was Systematisches sein. Sie müssen vielleicht ihr Zimmer organisieren oder generell ihr Haus organisieren oder Wohnung oder was auch immer und so, um sich wieder wohlzufühlen. Oder vielleicht einen Tag frei nehmen. Ich meine, jetzt ist es natürlich eh für viele auch anders, aber einfach versuchen unterschiedliche Methoden. Für mich war es das Buch und ich bin super froh, dass das so funktioniert hat und mir die Augen wieder geöffnet hat, aber es ist auf jeden Fall wichtig, dass man das ernst nimmt. Also wenn der Körper sogar darauf reagiert, dann sollte man da schon drauf hören. Also so ist es nicht. Und da dann eben versuchen, unterschiedliche Methoden da auszuprobieren. Und für mich war es eben das magische Buch von meiner Lehrerin. Es wundert mich kein bisschen, dass meine Lehrerin sowas mit sich bringt. Also das finde ich jetzt schon ganz, ganz viel in sich. Das muss ich auch noch erzählen. Aber auf jeden Fall, ja, das ist so ein bisschen, auf jeden Fall, wenn es euch schlecht geht, ganz, ganz viel Liebe geht an euch raus. Und wenn ihr ganz, ganz viel Stress momentan habt, ich denke an euch und ich hoffe, dass es sich bald legt. Und wenn es euch körperlich dadurch natürlich auch nicht gut geht, wie bei mir, dann wünsche ich euch auch, dass das alles wieder gut wird. Ja, dann würde ich sagen, war es das fürs Video. Meine Lieben, ich habe euch ganz, ganz, ganz lieb und ich drücke euch ganz, ganz fest und passt auf euch auf. Ihr seid wichtig. Jeder einzelne von euch ist wichtig. Und ich bin froh, dass es jeden einzelnen auch von euch gibt.
Und ich würde euch so gerne umarmen, aber es wäre sowieso nicht möglich, auch wenn wir uns sehen würden, wegen Corona. Aber ich würde euch trotzdem gerne, ich drück euch durch den Bildschirm und wünsche euch ganz, ganz viel Liebe und ganz, ganz viel Kraft, weil das kann jeder von uns hin und wieder gebrauchen. Und dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Reinschalten. Irgendwo hier gibt es ein weiteres Video von mir und könnt meinen Kanal abonnieren. Da würde ich mich natürlich sehr, sehr drüber freuen. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch oder einen Daumen runter gebt. Das sagt mir natürlich, ob euch das Video gefallen hat oder nicht. Dann würde ich super freuen, wenn ihr kommentieren würdet. Schreibt es mir wirklich alles in die Kommentare. Ich liebe es wirklich, von euch zu hören. Und dann würde ich mich super freuen, wenn ihr... Könnt ihr mir auch auf Instagram DMen? Da bin ich natürlich auch für euch da. Wenn ihr das mehr privat machen möchtet, könnt ihr das gerne machen. Und dann würde ich sagen, ich sehe euch beim nächsten Video. Tschüss! Ihr habt es gar nicht gesehen, was für einen coolen Pulli. Ich habe heute den Friends Pulli an. Den gibt es ja, den, oder gibt es ja noch immer? Ich weiß nicht. Aber den gab es für Make-up Revolution. Vielleicht ist er out of stock, aber ich finde den urcute. Ich meine, es ist vielleicht mehr so ein Pyjama-Ding, aber ich werde das auf jeden Fall so tragen. Kann man doch. Nicht wahr? Also ich mach's. Okay, und jetzt aber wirklich. I love you guys. Macht's gut.